Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es geht weiter mit dem Kommentarcheck mit Professor Dr. Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hier in Garching. Und er hat ja ein paar schöne Videos veröffentlicht auf dem Kanal zum Thema Kernfusion. Wir haben schon einige Fragen besprochen und jetzt geht es weiter mit den Themen Umwelteigenschaften, Nachhaltigkeit und Gefahren. Die erste Frage von Joba 1. Interessanter Vortrag. Mich würde mal interessieren, wie viel Lithium und Deuterium man für den aktuellen Weltenergiebedarf pro Jahr zu Helium verbrennen müsste. Gibt es denn davon genug? Und ist das nicht erneuerbar? Also, es ist nicht erneuerbar. Lithium wird tatsächlich verbraucht dabei. Ja. Wir reden über eine Kernreaktion und nicht über eine chemische Reaktion. Das heißt, die Energie, die pro Reaktion umgesetzt wird, ist ein Faktor 1 bis 10 Millionen Mal höher. Und dementsprechend ist die Verbrauchsmenge um einen Faktor 10 Millionen kleiner als bei chemischen Reaktionen. Und die Zahl ist riesig, sozusagen. Ich stolper auch immer drüber, wenn ich den Kopf ausrechne. Deshalb habe ich mir das aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, wenn man den momentanen Weltenergiebedarf, der ungefähr 500 Exajoule, das sind 5 mal 10 hoch 20 Joule, wenn man den umrechnet, sozusagen in Gigawattstunden, wie viel würde man dann verbrauchen? Das sind 45.000 Tonnen Lithium, die man dabei verbrauchen wird, um den Weltenergiebedarf, die ganze Welt, für ein Jahr zu decken. Und um das zu vergleichen, habe ich rausgesucht, wie viel Kohle verbrennt man typisch in einem Kohlekraftwerk. Hier in München, bei uns steht eins in der Nähe, da verbrennt man 800.000 Tonnen Kohle im Jahr um einen Teil von München. Das ist 20 Mal mehr, als man braucht Lithium, um die ganze Weltbevölkerung zu befriedigen, sozusagen den Energiehunger. Und das sagt eigentlich, ist die Antwort darauf, die Zahlen kann man alle ausrechnen, die Zahlen sind verschwindend klein. Also wenn man es dann sozusagen anders umrechnet, wie viel Lithium steht zur Verfügung, wie viel von dem Lithium 6, das wir brauchen, noch nicht mal das, was in Laptop-Batterien ist, Lithium 7, dann kommt man auf viele tausend Jahre. Nur mit den Lithium-Reserven, die man ganz leicht abbauen kann. Wenn man tatsächlich guckt, wie viel Lithium ist im Gestein relativ sozusagen gleich verteilt vorhanden, wie viel Lithium ist da vorhanden, dann sind es wirklich viele Hunderttausende von Jahren. Okay. Also das ist, glaube ich, ein Problem, das wir nicht haben. Man weiß ja, aus den Spaltungsreaktionen entstehen eben radioaktive Elemente, die dummerweise eben hohe Halbwertszeiten haben, die strahlen sehr lange, belasten eben auch dann sehr lange die Umwelt. Und eine Frage, die sehr häufig gestellt wurde, zum Beispiel von Acid Freak oder auch von, jetzt müsste ich nochmal schauen, das war nicht der Jova, von Wardragon. Wie ist es denn mit der Radioaktivität? Also wie lange strahlt das? Weil im Vortrag offenbar von einigen Jahren die Rede war. Also kannst du das ein bisschen quantifizieren? Also zunächst mal ist es so, wir unterscheiden ein bisschen zwischen der Radioaktivität der Brennstoffe, die man benutzt, denn um die kommt man nicht rum, und dann der Radioaktivität von dem Strukturmaterial, was die Brennstoffe umgibt. Also die bei Wand. Uns ist die Wand zum Beispiel. Die Brennstoffe, das ist tatsächlich das Tritium, das, was bei uns radioaktiv ist, das hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren. Das heißt, nach 12 Jahren ist die Hälfte da und nach 12 Jahren ist die Hälfte von der Hälfte da, etc., etc. Das heißt, Tritium ist tatsächlich was eher eine knappe Ressource ist und was erzeugt wird und was es auf der Welt gar nicht viel gibt. Und es sind auch, wir hatten es vorhin schon angesprochen, ganz geringe Mengen, die man umsetzt. Also 500 Gramm, ein Gigawatt Kraftwerk würde am Tag 500 Gramm Tritium umsetzen, verbrennen. Das ist beliebig wenig. Ich denke, was mehr sozusagen eine Sache ist, mit der man umgehen muss, ist die Wand und die Strukturmaterialien. Und da ist es so, dass man aber in der Hand hat, über die Wahl der Materialien, wie lang die Halbwertszeiten sind. Und so ein typischer Mix von Materialien, wie man jetzt schon bauen könnte, der wäre so, dass man nach ungefähr 100 Jahren Zwischenlagerung das Ganze wiederverwerten kann. Also tatsächlich hergehen, das Recyceln, aufarbeiten und daraus das nächste Kraftwerk bauen. Das heißt, und 100 Jahre ist typisch was, wo man sagen würde, das lasse ich stehen sogar. Oder das sozusagen muss ich nicht wegschließen. Diese langen Halbwertszeiten, die bei der Spaltung dabei sind, die in die Hunderttausende von Jahren gehen, die gibt es bei der Fusion nicht, wenn man es richtig macht. Das finde ich einen Riesenvorteil. Weil für mich ist nicht das Unfallpotenzial, wenn man ein Spaltungskraftwerk richtig baut, ist auch nicht sehr hoch. Es geht mehr darum, dass wir nicht wissen, was wir mit der Endlagerung von dem Müll machen sollen. Wirklich für sozusagen jetzt, wo wir über Generationen Leute belasten. Auch nicht heute und morgen, da wissen wir sehr gut, was wir damit machen, da können wir auch alles, aber weiß
du oder ich, was in 1000 Jahren aussieht. Ja, und, das will. Ja, und das wollen wir eigentlich nicht hinterlassen, ja, denke ich. Gut, dann haben wir eine Frage von Bob Tronexi. Ich verstehe die Abkühlung des Plasmas durch diese Kohlenstoffplatten nicht. Wie funktioniert so eine Entladung? Das Plasma geht ja keinen direkten Kontakt mit der Umgebung ein im Falle eines Unfalls. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Okay, also erstmal, es ist tatsächlich so, es gibt keinen direkten Kontakt zwischen dem heißen Plasma im Zentrum und der Wand. Dafür ist das Magnetfeld da, in dem die Plasmateilchen, die ja geladen sind, an das Magnetfeld gebunden sind. Es kommt das Plasma am Rand, wenn es abgekühlt ist, mit der Wand in Berührung und darüber wird auch die Energie abgeführt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also das Plasma ist immer noch sehr heiß. Das Plasma, wenn es rekombiniert, also vom Plasma zum neutralen Gas wird, dann an der Wand ist, hat immer noch, weiß nicht, 10.000 Grad, wenn man die Temperatur messen würde davon. Wir hatten es in einer anderen Folge vom Kommentarcheck schon davon, dass die Dichte von dem Plasma extrem gering ist. 10 hoch 20 Teilchen pro Kubikmeter, das ist 1 Million Mal weniger Teilchen, als im Kubikmeter Luft drin wäre. Und das führt dazu, dass die Energiedichte am Schluss sehr gering ist. Und was das Material aufheizt, am Rand zum Beispiel, wo die Wand mit dem Plasma in Kontakt kommt, ist die Energiedichte dabei, also die Energie, die da reinfließt und nicht wirklich die Temperatur. Und das ist so ein bisschen die Sache, die man sich, die ist immer ein bisschen verwirrend sozusagen. Die tatsächlich gespeicherte Energie ist nicht so wahnsinnig groß. Das heißt auch, dass bei einem Unfall, wo tatsächlich die gesamte kinetische Energie, die Temperatur, die thermische Energie im Plasma freigesetzt wird, unkontrolliert, die Wand gar nicht zerstört werden kann. Da gibt es also vielleicht eine Anschmelzung von der ersten Wand auf einen Millimeter oder sowas. Mehr kann durch die thermische Energie eigentlich nicht passieren. Also es ist auch immer so ein bisschen, was ist der größte anzunehmende Unfall? Genau, den gibt's war eine immer. Frage von Acid Freak, genau. War auch eine Frage, genau. Mhm. Es gibt immer einen größten anzunehmenden Unfall. Der ist ein großes Problem für den Betreiber, weil die Maschine danach vielleicht kaputt ist und da kein Geld mehr damit verdienen kann. Der führt nicht zur Zerstörung der Anlage. Mhm. Also sagen, ein Unfall von innen, das kann man ausrechnen, die Energiedichten sind nicht hoch genug. Viel höhere Energiedichte steckt übrigens im Magnetfeld als in dem Plasma selber. Mhm. Damit kann man Komponenten kaputt machen, aber nicht explodieren, sprengen, irgendwas durch die Luft fliegen lassen. Also tatsächlich sind diese Unfallszenarien, wo man drüber reden muss, sozusagen, wo wird was freigesetzt, welche typisch, gibt so Rechnungen, das muss man auch mit berücksichtigen, es stürzt ein Flugzeug ab und es fliegt genau in so einen Reaktorbau rein. An die falsche Stelle und es wird was freigesetzt. Ja. Und dann ist es so, dass die Inventare, die freisetzbar sind, relativ gering sind. Dann ist natürlich sozusagen sowohl die Maschine kaputt, als auch das Gelände, da wollte man sich lieber nicht aufhalten. Es sieht also aus, dass man die Leute außerhalb vom Zaun der Anlage nicht evakuieren muss, selbst in diesem Fall. Und das ist sozusagen, wenn man den größten anzunehmenden Unfall so abdecken kann, dass es nicht dazu führt, dass man die Leute da umsiedeln muss und wegbringen, so wie das nach Fukushima zum Beispiel passiert ist, das halte ich auch für einen großen Vorteil der Kernfusion gegenüber der Spaltung. Bei einem Spaltungskraftwerk fallen ja dann diese Cadmiumstäbe rein in einem Notfall, wo dann sofort die Neutronen abgefangen werden, die Reaktion zum Erliegen kommt. Gibt es dann einen ähnlichen Vorgang auch im Fusionskraftwerk, wo irgendwas reinfällt oder irgendeiner einen Knopf drückt oder irgendwas, was automatisch passiert? Den Knopf brauchst du nicht zu drücken, weil sobald du die Kontrolle wir brauchen ständig Eingriff und aktive Kontrolle, sonst geht die Sache aus, sozusagen. Das hört auf zu brennen, weil sobald Wandmaterial reinkommt, also wenn es die Wand berührt, wird Wandmaterial losgelöst, das fliegt ins Plasma rein, verunreinigt das, da hört das Brennen sofort auf. Okay. Und der Brennstoffvorrat im Gefäß reicht für 3 Sekunden, wenn man nicht aktiv nachfüllt. Und dann Spaltungskraftwerk sitzt auf seinem Brennstoffvorrat für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das ist halt da sozusagen, deshalb gibt es auch kein Durchgehen. So eine Kettenreaktion, wo das dann seinen ganzen Brennstoff auffrisst oder sowas, da ist gar nicht genug da und außerdem muss immer aktiv kontrolliert werden. Okay. Dann haben wir noch Fragen von Tina Tiet. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Vorteil zum herkömmlichen Kernkraftwerk sein soll. Welchen Vorteil bringt mir die Kernfusion zur Kernspaltung? Radioaktivität ist doch beides, haben wir schon besprochen. Mhm. Und was ist dort die Nachhaltigkeit für den Menschen? Zum Teil hatten wir es schon ein bisschen besprochen. Ja, Nachhaltigkeit haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Also sozusagen, es ist nicht regenerativ in der Art, dass man nur was umsetzt, sondern man verbrennt wirklich was. Aber es ist ganz wenig. Das ist von der Nachhaltigkeit ein großer Vorteil. Auch wenn man sozusagen ein Spaltungskraftwerk mit Uran betreibt, kommt man nach ein paar hundert Jahren an eine Grenze, wo man sagt, da ist das, da muss man in andere, sozusagen nicht so beliebte
Spaltprodukte einsteigen. Wenn man das mit Kernfusionen macht, dann hat man doch relativ nachhaltigen Prozess, weil halt das Deuterium und das Lithium sehr weit verbreitet sind. Was auch ganz gut ist, glaube ich, ist, dass die Geschichte, also Deuterium aus dem Meerwasser und Lithium aus Gesteinen, dass es nicht irgendwie geografisch irgendwo angesiedelt und konzentriert ist. Also sagen, ein Lithium-Scheich wird es nicht geben, sozusagen, der ins Monopol hält auf sowas, sondern das ist relativ für alle zugänglich. Sehr gut. Ja, so wie ich das sehe, haben wir so die wesentlichen Fragen jetzt hier durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielleicht nochmal ganz am Schluss, Hartmut, zeigen wir nochmal unsere schönen T-Shirts, oder? Schön gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken. Kommentare sind immer willkommen. Und wenn euch die Antworten gefallen haben, könnt ihr das natürlich auch reinschreiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin natürlich gerne sozusagen bereit, wenn wir mal wieder was zu diskutieren haben, wenn wir weitere Fragen haben, interessante neue Fragen aufkommen, die wir noch nicht gehabt haben, können wir gerne immer wieder mal von Zeit zu Zeit über Kernfusion reden. Super. Vielen Dank für das Angebot. Wir brauchen auf jeden Fall ein Update, denke ich. Und da werden wir uns wieder melden. Okay. Und vielen Dank, Hartmut. Prima, gerne.